Auch wenn es kurzzeitig so aussah, ich bin noch nicht tot. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Hornklee TV. Eine bei Labels und Bands inzwischen sehr beliebte Werbemethode ist es ja, einzelne Songs unabhängig von Single Releases und schon lange vor dem Album als Lyric-Video hochzuladen. Das geschieht zumeist entweder auf dem Kanal der Band oder, was aber noch viel öfter passiert, auf dem Kanal des jeweiligen Labels. Nuclear Blast und Napalm Records sind da zum Beispiel ziemlich weit vorne mit dabei und gerade Nuclear Blast haben sich da eine eigene Politik geschaffen. Denn sie haben gesagt, wenn die Leute unsere Songs oder die Songs der Künstler, die wir vertreten, sowieso auf YouTube laden, Lyric-Views machen, dann können wir die gleich selber machen. Und zwar in anständigen Qualität. An sich eine geile Sache. Als Fan kriegt man schon lange bevor das Album erscheint schon mal einige Songs zu hören, hat ein sehr geil aussehendes Lyric-Video dazu, in dem nicht nur einfach ein Text da steht, sondern in dem bestenfalls auch gleich der gesamte Artstyle des Album-Artworks und viele weitere Dinge schon mal gezeigt werden. Das ist sehr interessant und vor allem auf Seite der Plattenlabels noch lange nicht so teuer wie ein richtiges, aufwendiges Musikvideo. An sich könnte man hier also von einer klassischen Win-Win-Situation sprechen. Wir kriegen Stuff und die haben eine sehr billige Werbung, die aber trotzdem irgendwo geil aussieht und so trifft man sich in der Mitte und alle freuen sich und sind happy. Sollte man meinen, denn leider haben diese Appetit-Täppchen auch ein paar Nachteile. Natürlich auf der einen Seite mal das übliche Risiko. Du suchst einen von 10 bis 12 Songs auf dem Album aus und dieser soll natürlich jetzt von vornherein schon mal das gesamte Album repräsentieren. Dass du dabei auch ziemlich ins Fettnäpfchen treten kannst, ist eine Sache, ja, mein Gott, das ist normal. Nicht jeder Song auf dem Album gefällt jedem. Dumm nur, wenn das bisher der einzige Song ist, der verfügbar ist. Zudem will man für dieses Lyric-Video natürlich auch nicht gleich den Super-Hit vom Album befeuern, denn für den soll es nur ein richtiges Musikvideo geben. Mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass es nicht der Ultra-Hit ist vom Album und gleichzeitig liegt da auch der Pferdefuß, denn dieser Song soll ja wie gesagt das gesamte Album irgendwo repräsentieren. Schließlich sollst du, ich und die anderen ja schon mal vorbestellen. Das kann unglaublich gut funktionieren mit vornherein gegebenen Songs, wie zum Beispiel im Falle der damals, ich erinnere an Powerwolf mit Preach of the Night, Blood of the Saints, das Album. Da kam vornherein einfach mal We Drink Your Blood raus. Das Musikvideo war da und es hat alles weggeblasen. Ein Riesenhype entstand um die Wolfsgruppe, der jetzt bis heute immer noch andauert. Und unsere Priesterwölfe, ja, die gehen einfach so. Ganz ähnlich sah es zu Court of Arms Zeiten bei Sabaton aus, welche ja nach dem Plattendeal mit Nuclear Blast ziemlich weit vertrieben wurden, auch werbetechnisch gepusht wurden und durch Songs und vor allem Musik, wie zum Beispiel zu Uprising, ziemlich durch die Decke ging. Problem ist nur, dass das bei denselben Jungs auch ziemlich nach hinten losging. Beispiel das aktuelle Album Heroes. Es war interessant. Bis auf Per und Joachim, also bis auf den Sänger und den Buzzer, die zwar alle Songs bisher geschrieben haben, aber trotzdem eben nur ein Teil dieser Band sind nämlich alle Mitglieder von Sabaton damals ausgestiegen. Und Heroes war das erste Album, was eben auch komplett mit Hilfe dieser neuen Jungspunde an ihrer Seite geschrieben wurde. Dementsprechend waren die Erwartungen hoch und die Gefühle gemischt, was das neue Album bringen würde. Und dann kam er raus. Das erste Stückchen von diesem Album, das erste Video und der Song Night Witches. Und holy moly hat das meinen Hype gekillt. Und dann kommt noch eine Sache hinzu, die mir insbesondere bei Nuclear Blast sehr oft aufgefallen ist. Steckenpferd Beispiel für mich jetzt gerade das aktuelle Halloween-Album My God Given Right. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist im Produktionsprozess, aber ich habe irgendwie das dumme Gefühl gehabt und dieses Gefühl hatten nicht nur ich, sondern mehrere, dass sowohl zu den einzelnen Lyric-Videos als auch, und das ist in diesem Fall, denke ich mal, eine Ausnahme, auch schon beim Musikvideo zu My God Given Right, naja, dafür wurde ein Premix vom Song verwendet. Was bedeutet das? Das bedeutet, alle Spuren sind schon komplett aufgenommen, der Song an sich auch schon so fertig. Problem ist nur, die Abmischung der einzelnen Instrumente, Equalizer und so weiter und so fort, ist nur in einer groben Vorversion. Und das hat dafür gesorgt, dass durch die Bank weg bei allen Songs die Hi-Hats so am Scheppern waren, dass ich gesagt habe, hey, cooler Song, den kannst du dir nicht anhören, und zwar wegen dem Mix.
Da man aber als normaler Musikkonsument, der jetzt nicht unbedingt studioaffin ist und weiß, wie der genaue Prozess des der Entstehung eines Albums abläuft, davon ausgehen muss, dass das so der Final Mix ist, den du auf CD haben wirst, kann das ziemlich schnell ziemlich abschreckend wirken. Mit anderen Worten, na, solche Dinge sind auch mit Vorsicht zu genießen. Und was nun? Wir haben Positivbeispiele, wir haben Negativbeispiele und wir arme Konsumenten sitzen irgendwo zwischen Hype und Angst vor Enttäuschung. Was bleibt also zu tun? Mein Tipp und auch die Sache, die ich inzwischen mache, wartet bis der Release draußen ist, wartet bis Reviews draußen sind. Und bevor euch das Album holt, wozu gibt es Dienste wie Spotify? Einfach mal vorher das Album komplett durchhören oder ein paar Mal durchhören und dann erst die Platte kaufen. Das entscheidet nämlich dann darüber, ob ihr die gleich zu Anfang holt, als Vollpreis-CD, so wie ich es dann mache, wenn mir ein Album sehr gut gefällt. Oder ob man sagt, Gott, ich weiß, bin Nuklearblas, gibt die Platte ein halbes Jahr später für 7,77 Euro, dann warte ich bis dahin und hole mir die Platte da. Spart für unser einer Geld und gibt dann den Bands auch dementsprechendes Feedback. Nur wichtig, konsumiert nicht nur mal Spotify, sondern kauft auch die CDs. Der Künstler hat mehr davon. Aber was meint denn ihr zu der ganzen Thematik? Ist ja recht interessant. Ich meine, klar, die Lüge-Videos sind cool in der Form und besser als die, die sonst so im Netz rumgeistern. Aber es gibt eben auch Gefahren. Seid ihr schon mal auf die Schnauze gefallen dabei? Oder wurdet ihr schon mal bis in den Himmel hinein gehypt? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt. Die nächsten Wochen werden wieder regelmäßig dann in 2-Wochen-Rhythmus-Videos kommen. Mehr schaffe ich nämlich aufgrund meiner aktuellen Zeitprobleme nicht. Die Keyword-Challenge wird noch ein bisschen was verschieben, denn dafür brauche ich noch ein bisschen technisches Equipment, was ich noch nicht habe, denn ich habe davor was Großes zu machen, was verdammt Großes. Und weitere Making-of-Teile werden höchstwahrscheinlich auch noch kommen, dann zum kommenden Album. Und ich sage jetzt an dieser Stelle, tschüss, tschüss, ihr wisst ja, Daumen drauf, Abo, so ein Quatsch und ich bin jetzt raus.